Also wir haben bei der Anfahrt Lage aus Sicht gehabt, ein PKW im Vollbrand, ein Motorrad im Vollbrand. Das erste, was wir gemacht haben, ist geschaut, ob noch Personen im Fahrzeug sind. Verkehrsleitende Maßnahmen eingeleitet und mit dem Löschangriff begonnen. Wir haben dann natürlich die FF Regenstauf noch alarmiert, weil wir mit der Literzahl begrenzt sind. Wir haben bloß 600 Liter dabei. Und wenn zwei so Fahrzeuge im Vollbrand sind, braucht man ein bisschen mehr als 600 Liter. Ich muss Ihnen leider von einem schweren Verkehrsunfall in unserem Dienstbereich berichten. Heute gegen 15.30 Uhr ist eine junge PKW-Fahrerin die R21 in Richtung Regenstauf befahren und wollte nach links in Richtung an der Hasleitzeil abbiegen. Es kam ein Motorradfahrer ihr entgegen. Den hat sie vermutlich übersehen. Es kam dann zur Kollision. Das Motorrad bohrte sich regelrecht in den PKW von der Fahrerin. Es fing sofort Feuer und beide Fahrzeuge brannten aus. Die PKW-Fahrerin konnte sich zuvor aus dem PKW befreien und sie wurde dabei leicht verletzt. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Es gab zahlreiche Schaulustige, aber die Möglichkeit bestand natürlich dadurch, viele Zeugen ausfindig zu machen, die den Unfallhergang lückenlos berichten können. Das ist schon außergewöhnlich, dass beide Fahrzeuge brennen, aber es gehört leider dazu und es musste dann nur ergeben. Es ist einfach, gehört dazu, dass hin und wieder mal ein Fahrzeug in Flammen aufgeht. Jetzt in diesem Fall kann man zumindest sagen, dass die PKW-Fahrerin rechtzeitig aus dem Fahrzeug sich befreien konnte.